Wir stehen momentan hier im Fundament für die neue Seilbahn Birkberg. Wir bauen hier die neue Station Birkberg. Wir sind momentan noch am Armieren. Heute Abend gibt es den ersten Beton. Wir machen den Beton hier vor Ort, weil wir unabhängig von den Stationen unten dran sind. Wir arbeiten hier eigentlich autonom. Du kannst von morgen früh bis am Abend spät, unsere Leute sind da. Wenn du genug Betonkiste, Zement hast, kannst du permanent betonieren. Das ist der Hauptgrund, dass wir das hier so machen. Jetzt machen wir von unserem Beton eine Frischbetonkontrolle. Das heisst, wir füllen jetzt vom eingebauten Beton, der eingebaut wird, hier einen Teil ab in seine Karette und die wird dann beprobt, beprüft. Alles, was wir hier sehen, die Vertäufungen an diesem Negativbeton, das wird alles ausarmiert und gefüllt mit Beton. Und hier am Bau das Fundament etwas vom Wichtigsten ist, weil das die Stabilität vorgibt von der ganzen Station, auch wie es dann weiter gebaut wird. Das ist eigentlich sehr eine wichtige Arbeit. Hier im Birk arbeiten wir mit zwei Oberdreierkränen. Die sind mit der Materialseilbahn aus dem Tal, aus Stechelberg, hergekommen. Dann hat man sie hier vormontiert, die Teile, und mit dem Heli geflogen. Unser Auftrag ist, zwei Kräne zu stellen. Im Moment haben wir optimales Wetter. Der Wind ist ein bisschen drin, aber solange er nicht mehr kommt, ist das eigentlich hilft das mir auch noch ein bisschen. Das Ganze funktioniert wirklich nur mit der Zusammenarbeit. Wirklich mit der Bodencrew, mit dem Pilot, mit allen. Auch mit den Monteuren vom Kran, wirklich die Vorbereitung, dass das alles passt. Das ist eigentlich das A und O.